Wollen wir 99 Luftballons singen, Robin? Auch wenn es nur einer ist. 99 Luftballons. Sehe ich am Horizont? Für dich lasse ich... Ja? Völlig losgelöst von der Erde. Ich bin nicht sehr gut in diesem Genre, muss ich sagen. Ich kann viel Musik sehr, sehr gut und akkurat wiedergeben, auch tonal. Vor allem die Right-to-Hell-Retribution-Hintergrundmusik. Hast du die noch im Kopf? Tatsächlich. Da träume ich jede Nacht. Da träumst du ja. Da werde ich die wieder loswerden. Ja, schön. Wenn wir Jan Delays Version von 99 Luftballons gesungen hätten, die kann ich perfekt, auch textlich. Es ist einfach näher an mir dran, auch vom Nasalen her. Wir spielen endlich wieder Virtue Stars Reward, dieses Mal im Jahr 2018. Say what? Es ist für uns jetzt eine Weile her, für euch ja auch, weil ja alles so ein bisschen pausiert hat auf Time to 3. Willkommen zurück. Ihr seid meine Lieblings-Time-to-3-Zuschauer, ihr, die VLA guckt. Die VLA also wirklich, ja. Ihr ganz besonders. Ihr seid gute Leute. Und wenn ihr dann zufällig auch noch uns auf Patreon unterstützt, ja. dann ist das eigentlich schon ungesund, dieses Maß an Liebe. Ja, wirklich. Wir sind hier gerade in einem neuen Raum angekommen, also wirklich in einem... Ja. Wir waren schon mal hier. Genau, aber im Sinne von, wir haben hier noch nicht das Rätsel gelöst. Das stimmt, wir haben es nur schon mal gelöst gesehen. Richtig, und hier war das mit diesem Passwort, ne, was wir brauchten. Genau, hier in einem anderen Playthrough stecken wir gerade genau hier fest, weil nämlich Rätsel gelöst wurde. Ja, genau, und wir stehen an dem PC. Dort gibt es ein Mysterium rund um den zweiköpfigen Löwen. Und wir brauchen das Passwort, das wir noch Guck mal, haben. Wie gut das hier schon aussieht. Ja, ja, wir haben ja auch nur noch 3 oder 4 Puzzleräume vor uns. Crazy. Ich glaube, es sind 3. Wir werden, glaube ich, noch 20 Stunden hier sitzen, aber es sieht aus, als ob wir fast fertig sind. Falsche Motivation. Genau, was ist denn zuletzt passiert? Wir sind in einer Timeline, in der Quark tatsächlich mal lebt. Wir sind mit Quark und Temuji unterwegs. Und kann ich alles haben, ne? Irgendwas ist immer. Richtig, irgendein Problem gibt es immer. Temuji wollte uns eigentlich gerade eine sehr spannende Geschichte erzählen zu diesem Tape, das wir gehört haben, wo eine Dame davon geredet hat, dass sie 6 Milliarden Menschen umgebracht hat. Auf Mars? Auf Mars. Testzeit auf Mars. Genau, es ist ganz, ganz merkwürdig alles. Und da hatte Temuji wohl weitere Infos, weil wir wissen davon nichts. Also von wegen, es sieht halt gerade so aus, als ob so ein Virus auf der Erde sich ausgebreitet hat. Radical und 6. Die meisten Menschen umgebracht hat. Oder es ist alles nur eine Lüge, wir wissen es wirklich noch nicht. Und wir haben ja herausgefunden, dass Radical 6 halt den Kopf verlangsamt. Genau, also man selbst nimmt alles irgendwie langsamer. Genau, es ist irgendwie mit der Wurzel schneller. Von 6. Man selbst nimmt es schneller wahr. Genau, ja, es findet normal, die Leute reden normal und man selbst, das Gehirn funktioniert langsamer, sodass es schneller erscheint. Genau, so wir waren ja selbst mal in diesem Modus drin, wo Fei dann sehr schnell geredet hat, als wäre sie so vorgespult worden. Ja. Alice ist tot, mal wieder, und wir sind jetzt hier in diesem neuen Raum, weil es ja weitergehen muss mit dem Non-Henry-Game. Richtig, und ich habe natürlich den Walkthrough schon geöffnet. Genau. What is this place? Probably the office of whoever it is that's running this place. Dafür, dass es ein Director's Office ist, ist es ein phänomenal hässlicher Boden. Also diese Fliesen, ich weiß nicht, was das soll. Ja, habe ich in Sims auch schon mal benutzt. Aber wer fließt denn überhaupt sein Director's Office? Das stimmt. Das ist als ob sie eine Badewanne reinstellen müssen. Dann wenigstens einen Teppich dazu, ne? Ja, ist seltsam. Vielleicht ist es aber irgendwas wirkt hier seltsam. Vielleicht ist es auch PVC, Robin. Dann ist nicht so schlimm. Nee, ich wollte jetzt... Oh, nee, schon gut. So, this might be Zero Senior's Office. Ich hätte fast einen PvP-Witz gemacht. Das für ein... Oh, guck mal, man muss das... Mm. Ich sehe jetzt schon das Rätsel. Mm. Wir müssen die Perspektive mit dem Ritter und so, da kommt so ein Buchstabe zusammen. Welcher Buchstabe könnte das wohl sein, wenn wir das unsere Teil vom Ritter sehen? Or maybe not. Well, which is it? Why the hell would I know? We should look around. Ach... If this really is Zero Senior's room, there might be some clues. Jetzt weiß er einfach das Passwort für den Computer. Yeah, you got a point. Let's get started then. Direkt. Ach, schön. In the thick of it. Genau. Es geht sofort los mit einem Rätselraum. Einem der letzten Rätselräume. Ah. Kann man ja jetzt so sagen. Auf jeden Fall. Wir nehmen uns als allererstes den Globus auf der rechten Seite, wo auch der Zieltresor steht. Ja, weiter. Mega, weiter. Da. So, und wenn du nach links guckst, da sollte so ein Bookcase gewesen sein. Genau, da ist auch so ein... Ich glaube, das links soll ein Safe sein vielleicht. Das ist cheap brandy. Alcohol dispatch shouldn't even exist.
So I think it's best if I dispose of it safely with my... I'll be taking that. Besoffener Opa. So, das Tablet soll ich noch nicht? Versuch einfach mal alles zu nehmen, genau. Da bin ich noch nicht, aber... The coaster's green. It looks like there used to be a bottle Quark on it. Guck mal wieder, Sherlock. Versuch mal, guck nach links ein bisschen weiter. Da, versuch mal den Safe zu öffnen. Man, the safe is really big. There's gotta be like $100 billion in there. You're such a kid. Maybe they're just hiding something they really don't want people to see. Like some videos. I'm not sure I like the way you said that. Let's just open it up and find out. I don't think. See, is it locked? Yep. There's a circular input panel on top of the handle. It looks like the one on the pressure exchange chamber's door. So if we just do the same thing we did, then when you select the yellow guide ring... Das hatten wir schon, das kannst du mal wegdrücken, weil das ist exakt der gleiche wie in dem Pressure Chamber Ding. Und wir würden das quasi gehen, auf der Landkarte sind so verschiedene Länder farbig markiert und dann reisen sie von Land zu Land und so würdest du quasi herausfinden. Wo ist denn hier eine Landkarte? Ne, die wir gerade als Globus aufgenommen haben. Achso, die kann man sich noch näher angucken. Genau, ich würde es jetzt einfach mal so sagen. Yes. Du machst nämlich folgendes. Du gehst von, was ist denn, Cyan, das hellblaue, oder? Yep. Ja. Cyan, gegen den Uhrzeigersinn, dann rein, dann gegen den Uhrzeigersinn, dann zu weiß. Yep. Und dann von grün nach außen. Im Uhrzeigersinn, außen, im Uhrzeigersinn und zu Magenta. Dann von Purple gegen Uhrzeigersinn, rein, gegen Uhrzeigersinn, viermal nach links. 1, 2, 3, 4. Uhrzeigersinn, außen, Uhrzeigersinn, gelb. Yay! Wir sind clever wie eh und je. Wir haben wirklich nichts vergessen. Clever. Good job! You did it! Nice work. Very impressive. Let's have a look inside. $100 billion! Videos! Yeah. Okay, ein Elchkopf! Sorry guys. Looks like all we've got is a binder and a deer. So a bind deer? What the hell is this? Is you just making fun of us? Nein. Ja doch. Binder habe ich genommen. Zwei Seiten drin. Archive. Business Cards Page. Bob, Chris, John, Tony, Ian, Michael. The woman are requesting the following positions. Carol likes... Also eins okay, dieser das Dinger. Das ist ein Rätsel. Aber ich will erstmal mir noch den Moves angucken. Das Deer. The deer is looking at me, Grandpa. Back up, it's just a fake. Das haben wir uns jetzt genommen. Genau, weil den lässt du auch ausgerüstet, weil den kannst du nämlich da jetzt hinhängen. Ich glaube, es ist rechts... von dir. Oh, gibt's da so eine Vorrichtung für? Da hier oben. Guck mal nach oben. Ja, das ist ja gemein. Ist außerhalb des Blickwinkels. There's red paint on the wall. It looks like there's an outlet right next to it. Why would somebody put an outlet this high up? Well, it's probably not an electrical outlet. What is it then? I think you're supposed to insert something into it. Like what? Maybe the deer? Yes, that's it. Remember how there are two pegs on the back of the mount? I bet they fit perfectly. Give it a try. Looks like you were right. Yay! So, und jetzt gucken wir zum PC, den wir letztes Mal schon benutzt haben. Und gucken uns das mal an. Ich glaube, du kannst den PC tatsächlich gar nicht groß benutzen. Versuch's mal. Well, what do we have here? Haven't seen a computer this old in a while. There's something on the screen. Is that a lion eating a hamburger? Sieht tatsächlich so aus. Ja, Hamburger von oben. I really don't think so. I think the lion's got two heads. Looks like a monster from Greek myth or something. It looks like it's asking for an ID and password underneath the lion. Huh. Oh, Temuji. Keyboard doesn't seem to be working though. I guess we can't enter anything then. So, wahrscheinlich, weil das Rätsel nicht gelöst ist. Genau, guck dir mal da die Sachen an. Auch das Gelbe danach. Hier braucht man bestimmt irgendeinen Schlüssel. It's not opening. Ja. Is it locked? Yeah, looks like it. Nee. I don't also, see anything that looks like a keyhole, though. Außer dieses Loch. There's this diamond-shaped hole in the middle, though. Do you think we're supposed to stick something in there? Genau, da gucken wir uns das mal an. What's this? I checked it out earlier, but I think it's just a business card holder. A business card holder?
Yeah, it's a file where you put business cards. They've got all these weird shapes on the back. Ist das Rätsel, ne? Ja, yep, genau. I think maybe if you line them up in a particular way, yep. Das sage ich dir auch direkt, ne? Ich sag's dir, ich fang oben links an, geh nach rechts und dann unten, rechts, unten, rechts, unten, rechts. Okay. Ja? Was muss ich denn machen? Muss ich einfach draufdrücken? Du musst, glaube ich, du nimmst tauschen. Einmal drauf, genau, tauschen. Die Memory. Als erstes ist Bob. Bob mit? Ich fange jetzt quasi oben links einfach. Ich sag jetzt Bob und danach sage ich dann Ellen, also Ellen ist rechts daneben und dann ist Sophie. Sophie ist rechts daneben. Also ich fange quasi oben links an, was oben links hin muss. So, Bob muss nach oben links. Ach, Bob muss nach oben links. Genau, und okay. Dann kommt Ellen. Das heißt, Ellen kommt rechts daneben. Okay, verstehe. Genau, und dann kommt Sophie. Sophie ist hier. Dann kommt Anne. Aha. Chris. Chris. John. Tony. Mhm. Lola. Mhm. Ian. Mhm. Carol. Michael Cage. Ich finde das so viel angenehmer, das einfach... Ja, auf jeden Fall. Der Erzählfluss dann viel besser ist. Unser Nutzen auf jeden Fall. I think this is right. Then let's look at the other side. Maybe the shapes look like something now. What? Okay, let's have a look at the back of the business cards. Book 334. Richtig, da ist nämlich noch ein Schrank mit Büchern. Das hätten wir jetzt einmal hin müssen. It says book 334. What does it mean? Well, a book is a bunch of pieces of paper that are bound together with... I know what a book is. Ja. Zurück. Bücher. Da. There we go. Und das... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, was? Book 3, 3, 4. Müssen wir das einfach in der rein... Huch. Literally Analysis. Okay. Historical Adventure Saga. Ach so, das sind 2x3 Bücher, 1x4 Bücher. Also die 2x3 Bücher links, also, ne? Ja, verstehe. Genau. Aber welches? Ich glaube, es ist egal. Egal? Ich glaube, es geht nur darum, was man vom Roten dahinter noch sehen kann. Das sind 4, ne? Genau. Ja. Zoom mal raus. So, ich guck mal kurz, ob das stimmt. Hä? Ich kann jetzt auch gerade nichts erkennen. Das looks weird. Also es sollen... Nee, sieht aus wie ein soll, Haar, aber es sollte jetzt ein Letter spellen, aber macht's ja gar nicht. Es sollte ein Letter spellen. Ja. Ja, guck mal, wie steht folgendes? Go to the bookshelf on the bottom of your ja, weil oben, sets of oben books. Stand ja auch noch Book. Musst du vielleicht einfach die Weinflasche da stehen lassen und dann steht da Haar. Oh, weil auf der Weinflasche... Aber da ist kein rotes Dings drauf. Nee. Also hier steht, wie schon ein normaler Book Sets. Well, 3-4-3 won't do. Swap the two sets on the right to make it 3-3-4. Now the red paint. Swap mal die beiden Dreier einfach nochmal. Keine Ahnung, ob das was... Wait, I don't think you need to move the books around anymore. Remember, the back of the card says Book 3-3-4. Ja. Ja, vielleicht können wir... Also ich... Kannst du versuchen, das mal dahin zu stellen? Sure. I tried putting it there before. Just also, put weil it back. Das geht. Did you really expect something to happen? No, not really. So aus? Nee, nein, scheiße. Das? Ja. Jetzt sieht es eher aus wie ein Haar. Die Flasche könnte der das andere. Soll so sein, ne? Ja, ja, ich glaube schon. H-E. So, dann haben wir das. Der Ritter. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Armor an, ne? Der hat ja auch so irgend so ein komisches Ding. Der hat einen Slingshot, ganz genau. A suit of armor. Well, it's not really a full suit of armor, is it? I mean, it's missing the helmet. So, what would we call it? I'm not sure. Okay, well, I'm just gonna go ahead and call it a suit of armor, okay? Suit yourself. Anyway, it's got some red paint on the neck and shoulder area. Are you sure it's paint? Could be blood. Hey, don't say stuff like that. Being in a room with a headless suit of armor is creepy enough. Ich will mir das hier angucken. Ja, kannst du auch. Yay, Slingshot. Das kannst du ja auch nehmen. Shortspear. Was und das? Ich ein Shortspear? Ich spoilere sie, ist ein Schlüssel. Für den Bra. Für den Tisch, ja. Nee, der Ballon kommt ja auch komischerweise. Komisch, ne? Wobei Quark ja noch gesagt hat, dass es da diese Einlassung gibt. Ha, it opened. Jetzt ist hier ein tatsächlicher Schlüssel drin. Ein kleiner Schlüssel. Jetzt gucken wir mal wieder bei dem, bei der Tür. Da sollte jetzt so ein, oder irgendwo bei der Tür. Guck mal weiter. Irgendwo... Müsste ein... Warte mal, was suchen wir denn? Sekunde. Left of the desk is a facial recognition. Ach, das. Ach, okay. Das Ding. Ja. Oh, da kannst du den Schlüssel mit benutzen. What is this? One of the training machines you see on late night infomercials? I think it's a facial recognition device. What?
You put your hands on either side and hold your face in front of that lens. Then it checks your face against whatever it's got on its database. Oh, huh. How did you know that? Well, I'm in the salvage business. Every so often one of these babies shows up. It doesn't look like it's turned on. Yeah, nothing happens when I put my face in front of it. There's something to the right of the lens over there. It looks awful lot like a keyhole. If we had a key for it, you think maybe we could turn it on? I assume so. You've already got a key. Try putting it in. Yay! Wow, the light on the top turned on. Craziness. Looks like you managed to turn it on. Alright, now what? Well, why don't we give it a face to look at? One of ours? Yep. Damn, none of our faces work. Auch so ein Satz. Face not recognized. Gender mismatch. Frau und eine Frau? What does it mean by gender mismatch? Maybe it's saying that it needs a girl. But there's only three of us, and none of us are women. Well, maybe if we dress like a girl. No, no way! Why don't you dress up then? So funktioniert das mit den Gesichtern. No, just thinking about it is making me want to puke. Hey, that's, so schlimm wäre das auch. Das ist auch wieder dumm. Besides, do you see a wig or makeup or anything around here? How would any of us dress up like a woman anyway? Dude, you totally want to do it. No, I don't. Hey, wait a minute. Maybe... What is it? Did you have an idea? Well, it can't hurt to try. Yeah, definitely worth a shot. What? How long has he had that in his pocket? Magazin? Looks like a piece of paper. No, it's a picture. Ich hab das gerade so eine Perücke. Oh, das von ganz am Anfang, das Bild, das wir mal hatten? Was man so freirubbeln musste? Oh yeah, ja, I remember I'm looking at that in the infirmary. I guess it's worth a shot. Ist das das? Nee, das ist anderes. Genau, was da haben wir aber nie gesehen, ne? Weiß ich gar nicht. Fancy schmancy und dahinter war noch mehr. Wow. Oh my gosh, it's like we're in the villain's secret lair. Ja, keiner. Ah, didn't think that would happen. I guess the recognition worked. Yeah. Er versucht das Bild mal zu nehmen. So, who is this girl? Hey, stop! What? Das haben wir definitiv noch nicht gesehen. Das haben wir wirklich noch nicht gesehen. June hieß sie, oder? Akane, genau. Akane, genau. Akane, June war der Spitzname, den Junpei ihr gegeben hat. What? Und das ist vor allem, ist das nicht einfach ein Screenshot vom Ende von 999? Ja, ich weiß aber nicht, ob das in Universe so sein soll. Also vielleicht schon, aber würde ich jetzt nicht drauf Weil wetten. Das mit der Lichtstimmung und so ja, das war das Ending. Ja, das ist das Ending, genau. She's der Mastermind. Just a girl. Was hat denn das jetzt? Hä? She your granddaughter? No. And who is she then? Damn it. Fine, you've already seen her after all. Her name is Akane Kurashiki. Hello! But been looking for her for a long time. I really need help with Sudoku. Dann ist das nämlich die falsche. Dann dürft ihr nicht sie nicht fragen. Why? Because she's his first love. No! Nee, Temuji ist aber nicht. Temuji ist nicht auch einer von da. Nee, das kann ja nicht sein. Aber wieso seine erste Liebe? No, you've got it wrong. But you carry that picture everywhere. I don't think I've ever seen you leave it somewhere. Ich gehe einfach davon aus. And when you don't think anybody's watching, you talk to it. I've seen you do it. Das mache ich auch so mit den Leuten, die ich sehr liebe. Temuji ist ein Zeitreisender. Ich habe so in meinem Portemonnaie-Bild von meiner Mama. Manchmal in der Bahn fange ich einfach an, mit dir zu sprechen. Ja. Weißt du auch nochmal, Hanna, Mama, ich hatte einen schönen Tag und du? Huh. Didn't mark you for hopeless romantic, Temuji. Look, it's not about love. I'm not a goddamn romantic. Okay, okay. You don't want to talk about her, I get it. Ich will aber... Ich bin mir relativ sicher, dass es optional ist, dass man gar nicht auf das Bild gucken muss. Was einfach, das war immer die krasseste Connection zum ersten, die wir bisher hatten. Naja gut, es ist auch Clover. Ich wollte gerade sagen, Clover ist schon eine ja, genauso krasse Connection. Und halt Alice oder nicht Alice, was auch immer. Ja. Wir nehmen uns den Helm, genau. Look. Oh, hey, there's a helmet for the suit of armor. Gehen Sie erstmal natürlich einmal den... Was ist denn seine Verbindung jetzt zu hier? Oh, was ist das denn für ein Buchstabe betroffen? Ich weiß nicht, es könnte... I? Könnte so ein P mit so einem anderen unteren... Yeah, that suits him. Ein sehr großes E. P
paint on a helmet and armor lines up. But I can't really tell what it is from this angle. Oh, was ist es? It looks kind of wild. Okay, jetzt setzen wir uns mal auf den Stuhl. Hier war ein Stuhl? Genau, der. Jetzt ist doch der Ballon noch im Weg. You must be feeling pretty tired, Temuji. All the excitement can't be easy for someone of your age. Why don't you sit down for a bit? I'm not so old, I need the likes of you worrying about me. That's so. Well, I think I'll just have a seat then. Ja, wir wissen immer noch nicht, also... Ach, jetzt hab ich vergessen, was das oben Buchstabe war. Ach, Tom, was können wir da jetzt machen gegen? Help! What's that? You think maybe it's an eye watching us? Dieses Rätsel ist so weird, konstruiert. I don't think so. I think it's a target. Like a bullseye. Yeah, you're supposed to shoot it. Shoot it with what? Don't be an idiot. You've already got what you need. Habe ich sogar schon ausgerüstet. Okay, I'll just use the slingshot too. Whoa, hold on there. Do you actually have something to fire? Oh, No, I guess I don't. What are you going to shoot it with then? With mind bullets? It's called telekinesis, Sigma. Anyway, I figured it'd slip your mind like everything else. Here, I grabbed this off the floor earlier. Take it. Oh, this is the key we used to start the facial recognition device. Thanks, man. I guess I don't have to use my special psychic powers after all. Das ist wirklich... Also das ist, glaube ich, das mit Abstand dümmste Rätsel, was wir bisher gelöst haben. Ich bin mir jetzt relativ sicher, weil ja. Es gibt, also, er könnte nach links gucken. Er könnte einfach aufstehen, zum Ballon hingehen und den so zur Seite abreißen. Also recht abgesehen davon, dass man das wissen alles ja schon, wir wissen ja schon, dass da ein E ist. Ja. Wir wissen es nur noch nicht aus dieser Perspektive. Wow. Here goes. Aiming. 3, 2, 1, fire. Holy shit. Nice aim. You got it right in the center. Jetzt fehlt uns doch aber verrückt, genau. Aber du kannst... Soll ich die jetzt angucken? Mount a deer. Nee. The paint on a deer and the paint on the wall fit together to make what it looks like an E. Guck mal nach unten. Nach rechts kannst du so irgendwie... Ah genau, da ist es. Das ist tatsächlich ein benutzbarer Gegenstand. Ist das bescheuert, dass so außerhalb vom Hut. There's a lever next to the chair. Why don't you pull it? What's going to happen? Come on, is it really that hard to figure out? Du musst ihn halt natürlich auch ziehen, während du drauf sitzt. Ja, also you think it's going to go back into the wall? Pull the damn thing and find out. Seriously? Alright, let's give it a try. Here, I go! Drehen wir uns gleich nach rechts. Aber natürlich nicht animiert. Pell? Fell? Fell? What is this? There's a P painted on the wall in red paint. Ist das einfach ein Passwort? Looks like there's something on the table. Is that a battery? Das ist eine Batterie. Ja, ein sehr flaches Akku halt. Jetzt wieder draufdrücken? Genau. If I pull again, the chair should turn back around, right? Whatever. Not like I have a choice. Ha! Dass er immer Geräusche machen muss, wenn er was macht, finde ich super. Okay. Und jetzt? So, Sekunde, weil ich will ja noch gucken, was für das geheime Ding brauchen. Und zwar, also wir haben jetzt, also das, wir würden jetzt quasi die, das kannst du schon mal machen, einmal, hast du schon das Tablet mit der Batterie kombiniert? Achso, nee. Lass uns einmal machen und dann geben wir da halb ein, bekommen das Escape Password. Dann haben wir quasi das Haupträtsel gelöst. Looks like you got the tablet to turn on. Look, something showed up on the screen. Enter a 4-digit password. E-P. Ist vielleicht wirklich Fell. Play. You did it! Good work, Sigma. Take a look at the screen. What's this? Looks like the password for the safe. Awesome! Now we can open it. So, und jetzt nehmen wir uns, da guck mal links bei dem, da waren wir noch gar nicht dran. Das stimmt. Nimm mal diesen Brandy da raus. Achso, Brandy? Nee, das ist nicht schon richtig, dass das da drin war. Genau. Okay. Ach, dann macht er einen anderen Buchstaben. Now this is a Brandy. Fair Parents 200-year-old reserve. You can tell it just by looking at it? I can smell it. That's some nose you've got there. Yeah, just let me have a taste. I don't think so. How can you be so cruel? Wir tauschen jetzt quasi einmal aus. Den stellst du. Yes. Da drauf. I tried putting the good brand in the coaster, but. Jetzt. Ach, guck mal, da ist das Haar.
Ach, jetzt ist es erst das Haar? Und den anderen stellst du da links in dem gleichen Schrank, ist noch so ein Coaster. Mit einem Scan-Laser. Look, the laser beam's bending all around inside the bottle. Yeah, maybe it made a parallelogram. So, und jetzt, guck mal den Screen an unten rechts. Rauszoomen. Ist der schon an? There's a screen built into the thingy. It's got something on it. That's a tangram. It's a silhouette puzzle. Move or rotate the triangles and squares to get the shape you need. Okay. No idea what this is. Let's give it a shot. Ich zeige dir kurz einfach. Ich weiß auch nicht genau, inwiefern das die Shape ist, die wir gerade in diesem Brandy gesehen haben. Aber ich zeige dir einfach, welche Shape du machen musst. Sehr schön. Check! Yay! Yeah. Oh, wow! Gott sei Dank. Das hat sich ja beschissen gesteuert. Oh yeah, who's the man? That was amazing! How'd you do it? That puzzle was really hard. Well done, Sigma. That was pretty impressive. So what do we get? Look! There's something on the screen. IILP, what does it mean? ILP, das ist Englisch für... IILP, wo hat man das eingegeben? Auf deinem Tablet ist im Inventar. Ach stimmt, hätte ich das angucken? Nein. BS, Bullshit. Wofür steht denn IILP? Ich glaube für nicht. If I live permanently. Phew, looks like it worked. Good job. Das hört sich an wie ein existierender Anime. If I live permanently, black blood blockade. The screen changed. Hey, it looks different than before. Noch ein Rätselraum. Symbols are different and they're in different places. Done. Yes, two to go. Ich glaube, es sind zwei. Können auch vielleicht noch drei sein. Können auch gleich nochmal nachgucken. Nein. So, ja, wir wissen alle, das sind zwei. So, das hier war Mond. Ich habe mir keins gemerkt, leider. Mond, Sonne. Aber es ist Blaue, ne? Das ist das Blaue. Okay. So, das, was wir gerade hatten. Sehr gut. Aber kann man das dann nicht mehr machen, wenn man erst das Richtige eingibt? Ich glaube nicht, wenn ich sicher. Good job, it opened. Good work. Und nochmal zurück. Und nochmal hin. So, jetzt muss ich mal nachgucken, weil das habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Also, dann konnte direkt nachgucken, da war noch eins offen. Ja, gleich. Merkt ihr mal das Muster? Oder dann das erst gucken. Ja, eins. So, wie war das? Nee, du warst schon richtig da. Gehen wir noch rein. Ach stimmt, man muss ja noch eins, zwei. Zwei noch. Ja, wie wir dachten. Alter Falter. Jetzt habe ich mir das Puzzle-Dings nicht gemerkt. Nicht schlimm. Okay, Stern, Mond, Stern. Alter Falter. Nee, halt. Das war hier Mond, ne? Hier Stern? Ich glaube schon. Ja. Sieht gut aus. Complete. It. Phew, it's open. Oh, hier ist ja kaum was drin. Hier sind ja wirklich nur die Essentials drin. Ja, okay. Das wissen alle. Ohne Schicksal skippen. Jetzt gibt's wieder Story und vielleicht erzählt uns Tamiuti seine Geschichte, aber vermutlich wird er erst sterben. Vielleicht wird es alles Scheiß klar werden passiert. Und wir werden alles erfahren. Genau. Und die nächsten 20 Stunden genau sind nur Epilog. So wird es sein. Die nächsten 20 Stunden sind Sudoku-Challenges. Okay, raus hier. Raus hier, Guys. Das ist alles, wirklich auch von Zero Time Dilemma, eigentlich die Geschichte, dass Akane einfach nur die Welt tourt, dort so Escape Games baut, um der Ultimate Sudoku Champion zu werden. Yep. Das ist wie Pokémon, nur mit mehr Tod und Sudoku. Aber er hat auch ein Bild von der jungen Akane, das ist komisch. Mädchen Akane. Ja, ob dann Tamiuji doch irgendwie auch mal drin vorkam oder so. Ich würde dem Spiel auch zutrauen, dass irgendwie Zeitreise stattfindet oder so. Weißt du, er ist der gealterte, weiß nicht, halt Junpei oder so. Oder der böse Ace, ist einfach Ace. Ace, sehr stark abgenommen. Deswegen aber der zweiköpfige Löwe, weil er sah auch so ein bisschen löwenmäßig aus. Aber das macht Sinn. No. Ach nee, jetzt sagt er es selbst wieder. Damn it! What's wrong? I left something in the director's office. Das Voodoo. What was it? The picture. How could I forget it? It's bestimmt weg. Oh yeah, we must have set it down after using the face recognition thing. Yeah,
I'm going back. You two go on ahead to the warehouse. I want to come with you. Nah, me that's too. Fine. Why don't you head back to the warehouse, Sigma? The others are probably already waiting. All right. That's a setup for you disappearing. You have a good life, I yeah, guess, for the next 5 minutes. Right. Bye, Mr. Sigma. Bye, Mr. Sigma? Yes, geht mit dir mit. I watched him jog off toward the blue door. Yes, Quark's wieder gone. Yeah. Oh. Das ist meine nächste Belohnung für ein Rätsel. And then they were gone. They were gone. Guess I should be getting back then. Und dann sind sie beide tot in dem Baum und wir kommen alle wieder dahin und dann werde ich verdächtigt, weil ich Oha. Sie zuletzt gesehen habe. Oha. So, jetzt nämlich kommen. Expect the worst. Einfach auf Dio schieben, das glaubt ihr jeder. Stimmt. Dio war's. Hey, da unten, da draußen steht ein Van mit RS Bauleistung. Das sind doch meine Initialen, das ist ja crazy. Oh, krass. Hast du so ein Side-Business? I wish. Bauleistung. Aus Punketal. Was ist denn Punketal für ein Ort? Keine Ahnung. Entweder ist das sehr, sehr cool, weil da sehr viele Punks wohnen oder einfach nicht. Punketal. Klingt wie ein Fantasy-Ort. In der Welt von Punketal. I stepped into the warehouse to find all the other teams already there. Kay and Luna. How are they still alive? It's crazy. Fi and Clover. Sag mal, sehen die nur... Sieht dunkel aus, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Es gibt kein Licht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. And Dio. The moment Dio spotted me, he dashed over to the rightmost AB room and slid his car through the reader. Nicht vorher gemacht. Was ist mit Dio los? Ha, was ist mit Dio los? Get it? Dio. Ah, Dio. An ambidex gate. 40. Yeah. Two Milkman Go Comedy. As he turned to look at me, I swore I saw a flash of a smug grin. There. Ich hab's zuerst aufgemacht. This hell. Time I waited for you to get back before I opened it. You see? I can be considerate. Well done. But Tim, Eugene, and Clark aren't here. Yeah, where are they? I guess they forgot something back in the room we found. Warum I guess? You know. They ran back to grab it real quick. And they'll be here in a few minutes. No big deal. Da hat er eigentlich recht. Es sei denn, hier stirbt wieder jemand. While we waited, we exchanged information about the rooms we'd investigated. Unfortunately, none of it seemed very useful. None of us had found anything and we were no closer to unraveling any of the increasing number of mysteries we were faced with. VLR. Ja, ja. Es gibt ja auch noch diese komischen Bomben, die schon seit Ewigkeiten nicht mehr thematisiert wurden. Die Antimaterie-Bomben. With that discussion exhausted, und we sat down to wait. Wir haben auch diesen riesigen Antimaterie-Generator gefunden, der dann... weswegen dann die ganze Welt zerstört wird. Also nicht wirklich, aber ja, riesige Explosion. Der sehr viel Explosionskraft hat. Before long, 20 minutes had passed since Dio opened the door and Temuji and Quark were nowhere inside. Dio Don't die ganze you think Zeit they're taking drin. A little long? Yes, I'm getting worried. They're dead. What if something happened to them? They're dead. I'll go have a look at their corpse. Then I shall accompany you. Nah, I'll be fine by myself. It's not that far away. Just don't look into the abyss too long, or you might become a monster. Was? Boah, Alter. That's... I don't... Okay. Clover, ne? Dich sollte man einfach mit Quark irgendwo einsperren und ihr habt dann euer Side-Adventure da. Look, I'm just going to the director's office. I'll be right back. No deal. No big deal. No deal. Geht rennt weg. Alright, see you guys later. Also da kann man dann so ein wacky Visual Novel draus machen aus den beiden während Zeit Adventures, aber dann muss ich mich nicht darum kümmern. I gave a quick goodbye wave and stepped out of the warehouse. Map, time, map. Die werden so tot sein, sie werden so tot sein. Oder zumindest einer von beiden, aber ich glaube gleich beide. Denn dann hören Quark. Wir die Geschichte nicht, denn natürlich hören wir die Geschichte Quark nicht. Über der Leiche dieses Spiel von beschissen ist. Temuji stehen. Aber ist es nicht wirklich? Quark isst gerade Temuji auf. Okay, jetzt wird's sehr bitter. What? I'm hungry. Ja, okay. Ich schicke kurz Clover mit rum. Er heißt nur Quark. Er ist kein Quark. Director's Office. Oder sind sie einfach nur weg? Sie sind weg. Disappeared. Into nothingness. Und der Ballon. Ab, den haben wir jetzt. That's odd. There's nobody here.
picture's gone, though. Jimmy and Quark must have been here then. I laid on the floor B-map. Ja, alles ist klar. They must have taken the door that faces the warehouse. After that, they probably went through the warehouse and out of the blue door to the elevator. Yeah, that's a much shorter route. On the other hand, I came through the red door, which is kind of the long way around. Looks like we managed to miss each other perfectly. Ugh, well, this was a huge waste of time. Shoot, might as well head back, I suppose. I'd packed up the map and was headed toward the door when... There was a light on where there hadn't been a light before. Computer? Nee. On teleport? Nee, oder? What? Why is that thing on? We messed with it earlier, but nothing seemed to work. Aber ich weiß, was ich sehr mag, wie du einfach schon komplett alles beißt. So, also du bist jetzt schon bei Time Travel Teleporter. Ja, ja, natürlich. Dieses Universum hat es jetzt schon geschafft, dir so eine Fuck-It-Haltung zu geben. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. I felt a sudden wave of inexplicable, nauseating dread. The light stared at me, and I stared back, you know, abyss. I swallowed and edged cautiously toward it. The machine was in arm's reach now. I stretched my hand toward it, slowly, slowly. What? So, you finally made it. Also, das ist ein Kapitän, dem fehlt ein, dem fehlt ein Auge. Robin ist noch ein bisschen erkältet. Es tut mir leid. Eine schwarze Hand. Ist bestimmt verwandt mit, genau, er hat einmal einen Handschuh und in der anderen Hand nicht. Mit wem ist er verwandt? Temuji oder so. Ach so, weil er alt ist. Sieht sehr, naja, auch so Gesichtszüge. No, you're... I am Zero. Ooh.